Wir werden es gleich sehen. Ich muss noch kurz das Licht ausmachen. Geschüttelt ihr, nicht gerührt. An den ruckartig nach oben gezogenen Mundwinkeln hing ein schiefes Lächeln. Gespannt wie die Leine eines Besansegel war es, dieses Lächeln, das ihr im Gesicht stand und es auf Kurs hielt. Unbewegt, unbeteiligt zeigte es sich. Obwohl es doch ein Gesicht gewesen wäre, in dem alle gerne gelesen, aus dem alle gerne etwas herausgelesen hätten, so zeitzerfurcht und salzgegerbt war es, mit einer schmalen, windschiefen Nase und algengrünen Augen. Mariah vertiefte sich in dieses Lächeln. Sie versuchte, ihm etwas abzugewinnen, eine kleine Regung, ein leises Flattern. Verlegen ist sie, verlegen, beschloss Mariah ihre Deutung und schob den Träger ihres Büstenhalters wieder nach oben. Nichts zu machen. Nichts war mehr zu machen, wenn Agnes damit begann, gegen dieses Wogen, dieses Aufbäumen der tiefen Wasser anzusteuern. Sie würde nun aufstehen, das Geld wortlos auf den Tisch legen, die kleine Kammer verlassen und ins Triton gehen, um dort die Zeche zu grillen. Mariah suchte ihren Blick. Ihr Blick aber ließ sie nicht ein. Er schwamm wie ein Algenteppich auf unruhigen Wassern. Mariah streifte das Kleid über. Agnes saß noch immer regungslos auf dem Bett. Mariah suchte nach Worten und berührte ihre Hand. Ja kana laula, ja kana laula, tu vas me manquer mon amour, tu vas me manquer. Ne ni chéri vile ya kana pitama yala, on sera. Où? Wo? Ja, wo werden wir denn sein? Die Frage breitete sich aus in der kleinen Kammer. Sie überzog den weiß lackierten Tisch, die Stühle, die gekalkten Wände, die kleine Anrichte, die Fensterflügel mit einem Dunstschleier aus Motoröl, Seetang und Salz. Agnes? Sie war aufgestanden, hatte ihr Hemd zugeknöpft und die Geldscheine aus der Tasche gezogen. Ja kana laula, ja kana laula, ja kana da mola, ja kana da bimogola. Tu vas me manquer mon amour. Agnes legte das Geld auf den Tisch und schloss die Tür hinter sich. Mariah war sitzen geblieben, in diesem Dunstschleier aus Motoröl, Seetang und Salz, umgeben von der Frage, wohin denn nur wohin? Geschüttelt eher, nicht gerührt. Agnes Satz verdunstete langsam in der kleinen Kammer. Er schmeckte nach schlechtem Witz und war doch ein unbeholfenes Manöver, mit dem Agnes der Frage nach Omars Postkarte hatte ausweichen wollen. Agnes hatte ihr erzählt, dass Omar geschrieben habe. Aus Bern habe er eine Postkarte geschickt, auf die er ein großes Merci und ein Segelschiff gezeichnet habe. Er hat es also geschafft.
hatte Agnès gesagt, und sie hatte den leisen Anflug eines Lächelns in den algengrünen Augen gesehen. Deshalb hatte sie auch nachgefragt. Deshalb hatte sie Agnès gefragt, ob sie sich freue für Omar, ob sie gerührt sei, dass er sich noch einmal bei ihr gemeldet habe. Agnès und gerührt. Als ob sie es nicht hätte wissen oder zumindest erahnen können, dass diese Frage nach ihren Gefühlen, nach ihren Regungen ein Ausweichmanöver provozieren würde, provozieren musste. Agnès, sie war eine Stammkundin. Sie kam ein- bis zweimal die Woche zu ihr in die kleine Kammer. Immer in den frühen Abendstunden, immer dann, wenn die milchig trübe Abenddämmerung einsetzte, klopfte Agnès an Marias Tür. Sie öffneten dann gemeinsam die Fensterflügel, um dem schweren, feuchten Atem des ausgehenden Tages zu lauschen. Es ist die Zeit, in der sich die Milchstraße auf die Erde herabsenkt. Einen kosmischen Augenblick lang sind wir, Hafenstädte ausgelaufener Schiffe, Strandgüter des Lebens, verbunden durch das weiße Band, das viele, das unzählige Welten bedeutet. Und kein Mensch wird ihrer, wird unser jemals habhaft werden können, hatte Agnès einmal zu ihr gesagt. Die Schwere, die in der Luft lag, kam vom Meer. Vom Meer kam auch das Lachen der Möwen, und auch sie, Mariah und Agnès, kamen vom Meer. Jede auf ihre Weise und jede auf der Suche nach einer anderen Weite. Geschüttelt eher, nicht gerührt. Markova abrupt stehen geblieben. Der Whisky schaukelte im Glas. Oh putain! Kannst du nicht einmal was Vernünftiges sagen, du alte Seeratte? Agnès sah ihn an. Er stand hinter der Bar und balancierte das Glas in der linken Hand. Damit kommst du ihn halt so, deinen Irischen! Fauchte er und stellte das Glas vor sie hin. Agnès beugte sich tief über das Glas. Die schmale, windschiefe Nase tauchte beinahe in die honigbraune Flüssigkeit. Sie schloss die Augen. Altes, sonnenwarmes Holz roch sie, und vor ihren Augen flirrte es. Marias Haut hatte dieselbe Farbe wie der Whisky. Einen Halbton dunkler, vielleicht. Dieser Hautton und die Schultern, die rund und breit waren wie die Planken ihres ersten Kutters, hatten sie damals angezogen. Damals, als sie auf der Suche gewesen war nach einer neuen Geliebten. Mariah war auf der Straße gestanden. Auf der besagten Straße, und hatte auf Kunden gewartet. Aufgetakelt war sie gewesen wie eine auffrisierte Motorjacht. Der Ton ihrer Lippen war gellend, das froschgrüne Stretchkleid zu eng und zu kurz. Und doch hatte sie gehofft, dass dieses Mädchen von drüben kam, dass sie es mitnehmen konnte. Nur die von drüben kamen in Frage für sie. Nur diejenigen, die auch die Reise gemacht hatten, konnte sie zu ihren Geliebten machen. Die verstanden etwas von dieser Sehnsucht, die Distanz schaffte. Distanz zu den Zurückgebliebenen, zu den auf der Strecke gebliebenen. Distanz zu sich, zum eigenen Leben.
Mariah hatte Agnes' Interesse bemerkt. Sie hatte sie zuerst für einen Mann, für einen typischen Freier gehalten. Ah, bonsoir, Monsieur, ganz allein? Hatte Mariah Agnes gefragt. Ja, ganz allein, hatte Agnes geantwortet und Mariah war zurückgewichen. Aber, hatte sie gesagt und Agnes hatte wissen wollen, ob sie wohl nichts gegen Frauen habe. No? Ja. Mariah hatte gezögert. Tüvien, du, woher kommst du? Auf Agnes' Frage hin hatten sich Mariahs Augenbrauen zusammengezogen. Die maronebraune Stirn hatte sich in Falten gelegt. Ich weiß nicht, was sie das angeht. Ich komme aus Frankreich, natürlich. Und schon hatte Agnes Bescheid gewusst. Tebel, ich möchte, dass du mitkommst. Aber sag mir doch, von wo aus bist du übers Meer gefahren? Wo bist du ins Boot gestiegen? Mariah hat ihre Finger geknetet. Algerien, hatte sie dann gemurmelt. Von Mali aus durch die Wüste an die Küste. Von diesem Tag an war Mariah Agnes Geliebte. Mariah. Sie ging nur zu ihr. Immer zur selben Zeit. Immer dann, wenn der Abend begann, sich über die Stadt zu legen. Einmal hatte sie Mariah von der Weite sprechen wollen. Von jener Weite, die die Menschen in Europa vor allem in sich selbst suchten. Sie hatte auch davon sprechen wollen, wie diese Menschen über all dem Suchen, über all dem Verankern eines Selbst vergaßen, dass sie dabei alle anderen Weiten zerstörten. All die anderen Weiten, die außerhalb lagen, außerhalb ihrer selbst, außerhalb ihres kleinen Kontinents. Mariah hatte gelacht und gemeint, tu sais, es gibt ein Meer in dir, ein Meer in mir. In jedem von uns liegt ein Meer, ein ganzer Ozean wucht in jedem von uns. Seine Weiten sind so unergründlich wie seine Tiefen. Die Schwere, die in ihren Augen lag, kam vom Meer. Vom Meer kamen auch die Fische, die jeden Morgen im alten Hafen verkauft wurden. Und vom Meer kam auch der Ruf, der sie ereilt hatte, der Mariah und Agnes ereilt hatte. Jede auf ihre Weise. Das brauche ich mir nicht bieten zu lassen. Er war aufgesprungen und zog hastig seine Hose an. Verfluchtes Miststück! Du willst mich wohl verarschen! Mariah lag ruhig auf ihrem Bett und beobachtete den aufgebrachten Mann. Er nestelte die Socken aus seinen Schuhen und streifte sie hastig über die Füße. Seine Flüche prallten ab an den gekalkten Wänden, an der Anrichte, an den Fensterflügeln. Die Tischtennisbälle flogen, sprangen sie durch die kleine Kammer und fielen wieder auf ihn zurück. Deshalb wird sein Kopf so rot, dachte sich Mariah und wartete darauf, dass er die Tür hinter sich schloss.
Agnes verfluchter Satz. Sie hatte nicht widerstehen können, ihn auszuprobieren. Monsieur, wie hätten Sie es denn gerne? Vielleicht eher geschüttelt und weniger gerührt? Monsieur war nicht begeistert gewesen. Ihr hatte dieser Satz offenbar nicht so gut zu Gesicht gestanden wie Agnes. Aber Agnes verschloss sich mit ihren Sätzen, während sie ihre Sätze auswarf wie Taue oder wie Angelruten. Ihre Sprache war die einer Korbflechterin. Agnes' Sprache war die einer Kapitänin. Auf hoher See durften nicht zu viele Worte fallen. Sie hätten sich sonst verfangen in der Takelage. Sie hätten das Tauwerk versponnen zu Seemannsgarn. Als Agnes noch aufs Meer gefahren war, hatte sie ihre kurze, präzise Kommandosprache gehabt. Die war ihr mit ihrem Schiff abhanden gekommen. Ihr Schiff. Das hatte sie beide übers Meer getragen. Auf ihm hätten sie sich zum ersten Mal begegnen können, Mariah und Agnes, der gerettete Bootsflüchtling und die Kapitänin. Aber Agnes' Schiff hatte damals viele hundert Menschen aufgesammelt, viele hundert Köpfe von den Wellen gepflückt, viele Schiffe und Boote an die italienische Küste begleitet. In manchen Wochen war ihr Schiff jede Nacht unterwegs gewesen, gemeinsam mit vier anderen Schiffen. Sie hätten sich auf diesem Schiff begegnen können, aber sie war bei der Überfahrt von Fiebertraum zu Fiebertraum getorkelt, während Agnes am Steuer gestanden war, das Ruder fest in der Hand gehalten hatte. So stellte sie sich das vor. Agnes am Steuer, Wind und Wetter trotzend, den Kurs haltend und ein Meeresleuchten in den Augen. Schon wieder die Zechbrellerin mit den Piratenaugen. Über Agnes' Kopf hinweg kroch eine tranige Stimme hinter die Bartheke und entlockte dem Barmann ein hämisches Grinsen. Okay, sag mon vieux, pas mal. Marco goss sich und dem neuen Tritongast ein Glas Ricard ein. Santé. Santé, Marco, merci. Agnes hätte mit dem linken Ellenbogen das Glas des neuen Gastes vom Tresen stoßen können. Doch trug sie sich mit anderen Gedanken. Mit Gedanken an Omar, der nun offenbar in der Schweiz lebte. Dieser Omar. Wie er damals aufgetaucht war, hier in dieser Stadt. Er hatte sie gesucht. Er war von Italien nach Frankreich gefahren, nachdem er erfahren hatte, dass er von einem Schiff mit einer französischen Madame le Capitaine gerettet worden war. Gestern hatte sie diese Postkarte erhalten. Auf der Vorderseite die Luftaufnahme einer Stadt, auf der Rückseite aufgezeichnet ein paar Buchstaben und ein Segelschiff. Auch Omar gehörte zu ihnen, zu den Seemenschen. Kannst du dir das vorstellen? Die stopfen bis zu 200 auf diese Kutter und fahren los. Und von jedem nehmen sie ein paar hundert Dollar. Das ist ein Geschäft. Da könnte man doch glatt. Marco legte die Hand auf den Arm des Gastes. Wie, mon vieux, das ist ein Geschäft. Aber das, was zählt, ist, dass sie nicht zu uns kommen. Dass wir sie nicht an Land lassen, denn sind sie einmal da, werden wir sie nicht mehr so schnell los. Die überschwemmen uns wie das Meer, die überschwemmen uns.
Der Barhocker war nach hinten gekippt und auf dem Fliesenboden aufgeschlagen. Agnès stand dicht an der Theke. Ihr langer, hagerer Körper neigte sich über den Tresen. Mit der linken Hand hatte sie Marco am Kragen gepackt. Ihre Augen bohrten sich in sein Gesicht. Piratenaugen, murmelte der Gast erschrocken und machte einen Satz zur Seite. Weißt du, Agnès hatte Marco losgelassen. Weißt du, Agnès hatte sich von der Theke abgewandt und sprach nun in den Raum hinein. Das Meer, das ist unser. Abschieben, abkanzeln, abschotten, das sind ihre Parolen. Ins Boxhorn wollen sie uns jagen. Die Mauern hoch, die Luken dicht. Wir kommen von den Seen und von den Küsten, den Meeren und den Wüsten. Für euch sind wir Treibgut, doch das Meer, das ist unser. Das Meer, das ist unser. Banden bilden wir und eure Ordnung, die stellen wir auf den Kopf. Unkontrollierbar, ja, das sind wir. Wir Aufgebrachten, wir Unerwünschten, wir sind Unterdrückte, die ihre Stimmen erheben. Wir wandern, wir ziehen und wir reisen in den Händen die brennenden Papiere, wir blinden Passagiere. Für euch sind wir Abschaum, doch das Meer, das ist unser. Das Meer, das ist unser. Flüchtende sind Abenteurer, Einheimische und Heimatlose, Bauern und Piraten, Flechter und Lehrer, Ärzte und Dreher, Meer und Meerinnen, wir haben genug davon zu sehen, wie auf unseren Meeren batuliert. Wir tragen im Herzen die Weite und in den Beinen die Wege. Für euch sind wir Vagabunden, doch das Meer, das ist unser. Das Meer, das ist unser. Nichts, nichts habt ihr bemerkt, nicht wahrnehmen wollen. Habt geglaubt, er schiebt uns ab, er sperrt uns weg. Und aus die Debatte. Wir sind viele und unsere Stimmen, sie schleichen sich ein in eure Stuben, eure Gärten, sickern aus Urlaubskaskaden und stören Stammtischgespräche. Wir sind die Verfolgten, die euch beide machen. Wir wandern, wir ziehen und wir reisen in den Händen die brennenden Papiere, der blinden Passagiere. Für euch sind wir Abschaum, doch das Meer, das ist unser. Wir schreiben in Anhaltezentren unsere Lieder und kommen immer wieder. Für euch sind wir, zahlen doch das Meer, das ist unser. 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 Das Meer, das ist unser.